Moin Moin, hier ist der Hannes vom Harvey Shape Surf Shop. Ich war gestern ja wie versprochen draußen mit dem neuen Vayu Wing. Und zwar habe ich gestern den 4.6er ist das, glaube ich, getestet. Ne, 4.4, Entschuldigung. Da kommt man auch ganz durcheinander bei diesen ganzen Wings und den Größen. Bei den 4.4er habe ich getestet, war gestern draußen, habe da auch ein schönes Video für euch aufgenommen, das ich euch hier im Anschluss zeigen möchte. Zunächst mal meine Grundeinschätzung zu dem Ding. Der Wing funktioniert. Also, ich bin gestern geflogen, bin ja, wie ihr alle wisst, sehr fixiert oder finde es relativ gut, wenn Wings so eine Stange haben zum Festhalten. Ne, bin früher viel den Echo gefahren, dann habe ich relativ schnell gewechselt auf den Elevate WSF, was bisher so wirklich mein Lieblingsflügel war und auch noch zu den Lieblingsflügeln zählt. Der Vayu kommt da echt gut ran. Also ich finde die Lösung extrem gekonnt oder extrem gut durchdacht, dass man jetzt nicht nur eine Stange hat, sondern eine vorne und eine hier hinten. Das ist auf dem Wasser zum Austrimmen von dem Flügel wirklich total perfekt. Ihr könnt, wenn ihr Switch fahrt, ist die Position der hinteren Hand immer ein bisschen anders, als wenn ihr im normalen Stance fahrt. Und da ist das gut, wenn ihr diese Stange habt, weil dann braucht ihr ja nicht umgreifen und könnt wirklich intuitiv, je nachdem wie stark der Wind ist, könnt ihr da eure Halteposition ändern. Durch diese, wenn man sieht hier, diese verrückt geformte Quertube ist auch nichts im Weg. Das ist auch ein Riesenvorteil. Die Stange ist nicht weit weg vom Wing. Das heißt, die geht eigentlich ist der normale Verlauf entlang einer geraden Fronttube. Aber wir haben das so gelöst, dass sie das hier so ein bisschen ausgespart haben. Dadurch hat man wirklich viel Platz beim Greifen, kommt nirgendwo gegen, scheuert nirgendwo rum. Das ist sehr gut. Der ganze Wing ist auch relativ steif. Das muss ich sagen, wir hatten so ein Double-Core-Ripstop-Material hier, also mit so zwei Fäden drin. Reicht völlig aus, wirkt sehr fest und sehr hochwertig. Erinnert vom Shape ein bisschen an F1-Flügel, finde ich. Ne, ist so ein bisschen, er sieht ein bisschen gestreckter aus, aber das ist vom Profil gar nicht so viel. Also die Quertube ist eher relativ lang gezogen, finde ich. Und dadurch spart man sich in dem Fall wahrscheinlich ein bisschen in der Breite. Er ist bis 4 Wind fliegbar. Wir sind den gestern, ich glaube, Dirk ist den gestern noch bei 25 Knoten geflogen, den 4-4er, und konnte ihn noch gut halten. Ist natürlich dann schon so obere Grenze von so einem Flügel, ne, wo man auch sagt, da könnte man auch was Kleineres schon fliegen. Ich habe den so bei 22 Knoten in der Hand gehabt und war wirklich extrem zufrieden, was das den oberen Windbereich angeht. Am Anfang war noch ein bisschen wenig Wind. Da ging er auch schon echt gut los. Da kann ich aber noch nichts zu sagen. Ne? Was das Low-End angeht, das müssen wir nochmal ausprobieren. Vom Grundsätzlichen her, ich fahre eigentlich fast nur Welle. Das heißt, ich kann euch nicht sagen, ob das zum Freestyle geeignet ist oder gut. Das ist ein Thema, was ich jetzt nicht unbedingt beacke. Das ist für mich beim Wingfoilen nicht interessant, ganz einfach. Mir geht es um Downwinder, mir geht es um Welle, mir geht es ums Freeriden. Und da trumpft der echt auf. Die meisten Wings mit Stange, ausgenommen dem Elevate, haben echt Probleme, dass sie beim Dragon an hinterherziehen, umhereiern. Wirklich viel flattern und immer irgendwie nicht die Spur halten, wie sie sollen, und sich auf den Kopf drehen. Der Vayu, das seht ihr im Video, der kann das. Der bleibt gerade, der draggt hinterher, wie ihr euch das wünscht, relativ intuitiv. Wenn es ein bisschen bügiger ist oder ihr ein bisschen ruppiger fahrt, dann müsst ihr ihn ja nicht am Draghandle halten hier oben, sondern ihr könnt ihn auch an der Stange halten und darüber könnt ihr ihn nochmal richtig gut ausbalancieren. Ist immer ganz gut, wenn man die Welle absurft in Richtung Wind quasi. Und ihr den Wind dann im Rücken habt, der Wing dann vor euch ausweht, dann habt ihr oft die Situation, dass der Wing runterklappen will. Das könnt ihr verhindern, wenn ihr an der Stange anfasst, weil dadurch könnt ihr nochmal die Längsachse so ein bisschen stabilisieren und der Wing driftet dann wirklich im normalen Flug und fängt nicht an, so zu unterschneiden. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Packmaß ist optimal, also es funktioniert. Hat zwar diese zwei Stangen, aber der Sack, wie hier sieht, der ist relativ klein. Dadurch, dass es nachher gefaltet wird, einmal im mittleren, ne? Ist eine vernünftige Leashbar, die könnt ihr mit einer Hand dran machen, aber das kennt man mittlerweile von allen. Hat als Ventil hier ein ganz normales Boston Valve, das geht super, also finde ich auch eine absolut gekonnte Lösung, die ist bewährt und funktioniert immer gut. Hat dann, was ich ganz cool finde, zwei separate Connector, also Verbindung quasi zur Fronttube, das heißt beim Ablassen geht das alles ein bisschen leichter und die Luft ist schneller raus. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, erster Eindruck, funktioniert super, sowohl in der Welle als auch im Freeriden. Den Rest könnt ihr jetzt gleich im Video sehen. Und dann testen wir bald die anderen Größen. Ne? Das war jetzt, wie gesagt, nur der 4.4er. Ich interessiere mich auch sehr für das Low-End von dem 6.4er. Das ist nochmal äußerst interessant, wie das funktioniert. Bis dahin, viel Spaß beim Video. So, los geht's. Es ist nicht viel Wind heute, aber noch nicht, kommt noch. Aber ich denke mal,
könnte reichen und hier ein bisschen außerhalb vom Hafen ist ein bisschen mehr. Auf jeden Fall sieht es hier richtig schön aus. Vielleicht gibt es kleine Wellen, die nachher noch richtig groß werden. Und schauen wir mal, was der Tier 4er so kann. Das ist so der erste Eindruck nochmal aufbauen, ist schon ziemlich cool. Sieht echt schnittig aus, das Ding. Ich merke gerade, ich habe ein Loch im Schuh. Scheiße. Oh, meine Füße werden kalt. Egal. So, kaum auf der Spot hier. Blaues Wasser. Drin. Geil zum Takeoff hier. Kleine Mikrowellen hier vor uns. Wie gesagt, das sieht in 2 Stunden schon ganz anders aus hier. Ich gehe auch mit Wellenreiter raus. Aber wenn noch, dann ist die optimale Rückenfolge hier. Und jetzt gucken wir doch mal, was dieser Wing kann. Wurde ja hoch gelobt vorher, das Ding. Als drittes System neben Schnauze und Schlange. Ich stehe ja sowieso auf so Begriffsstangen oder mit Betonen. Weil ich ja, ihr wisst, den Elevate bisher mal nicht so war. Mal gucken, was der Juli mit dem Kopf hat. Das werden wir jetzt feststellen. Ich liebe mit den Griffen hier. Super geil. Switch. Nächste Manöver, Wende. Der erste Eindruck ist wirklich gut. Was mich dabei interessiert, ist Lowhead. Weil jetzt ist doch hier draußen schon ein bisschen Wind, nicht wenig. Aber für die Viere echt genau richtig. Thank you.
keine fetten Wellen hier, aber. Hat kein Fenster drin? Weißt du, müssen wir ein bisschen aufpassen, aber da sind ein paar schöne Wellen da hinten. Da schnappen wir uns doch gleich mal eine. Oh, herrlich! Ich zieh das die Welle rein hier. Thank you.